Die größte Revolution in der Geschichte des europäischen Fußballs steht wohl an. Laut Football Leagues planen die großen und mächtigen Clubs die Super League. Schon seit 30 Jahren gibt es diese Idee, aber jetzt könnte es ganz schnell gehen. Für die Bundesliga könnte das extrem krasse Konsequenzen haben. Und zwar egal, ob der FC Bayern weiter dabei bleibt oder eben nicht. Welche klären wir jetzt? Die Lage in den nationalen Ligen ist seit Jahren ziemlich langweilig. In Italien dominiert Juventus Turin. 7-mal in Folge gewann die alte Dame die Serie A. In Frankreich ist Paris Saint-Germain das Maß aller Dinge und bei uns in Deutschland, mei, jetzt mal ehrlich, kommt auf lange Sicht gesehen am FC Bayern keiner vorbei. Es gibt jeweils ein Abo auf die Meisterschaft. Viele von euch wissen es ja bestimmt, ich bin Bayern-Fan und so richtige Vorfreude habe ich nur noch auf die großen internationalen Spiele. Wegen der Bayern-Dominanz in den letzten Jahren langweilt mich die Bundesliga meistens. So, im ersten Moment klingt genau deshalb die Idee, eine Super League für Elite-Clubs zu gründen, toll. Viele Teams wären sofort auf Augenhöhe. Die besten Teams aus England, Spanien, Italien, Frankreich und auch Deutschland würden jede Woche gegeneinander spielen. Es gäbe keinen Abstieg, dafür aber am Ende der Saison Playoffs um die Meisterschaft. Das heißt, es wäre bis zur letzten Sekunde spannend. Finanziell soll sich das auch extrem lohnen. Jeder Verein könnte über 500 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Zum Vergleich, Champions League-Sieger Real Madrid bekam vor kurzem nur Preisgelder in Höhe von 80 Millionen Euro. So, und da bekomme ich jetzt die ersten moralischen Bedenken. Leute, das ist doch der pure Wahnsinn. Es geht nur noch ums Geld. Und dazu gibt es ein ganz entscheidendes Problem. Die Spiele sollen unter anderem am Samstag stattfinden, also parallel zur Bundesliga. Das heißt, der FC Bayern müsste aus der Bundesliga aussteigen. Jetzt gibt es bestimmt die Ersten, die sagen, geil, endlich gibt es dann wieder Spannung und jeder kann deutscher Meister werden. Jein, so leicht ist es leider nicht. Egal, ob ihr den FC Bayern liebt oder hasst, Fakt ist, die Münchner sind das Zugpferd der Bundesliga. Pro Jahr kassiert die DFL TV-Einnahmen von über 1 Milliarde Euro. Zum Teil auch dank der internationalen Vermarktung. Und bei allem nötigen Respekt, so viel Geld zahlt man nicht für Spiele des SC Freiburg oder von Mainz 05. Die breite Masse will Stars sehen und die gibt es fast nur noch in München. Also, sollte der FC Bayern die Bundesliga wirklich verlassen, wären die TV-Rechte nur noch einen Bruchteil wert. Und das hätte dramatische Folgen für die anderen Teams. Jeder Verein hat ziemlich hohe Fixkosten. Gehälter müssen zum Beispiel gezahlt werden, denn die Spieler, die arbeiten ja auch nicht für umsonst. Sollte von jetzt auf gleich ein Großteil der Einnahmen wegbrechen, könnte man die Spieler nicht mehr bezahlen. Zurzeit sind sehr viele Talente in der Bundesliga und die kommen ja aus ganz Europa. Aber die würden sich in Zukunft sehr genau überlegen, ob sie noch nach Deutschland kommen, wenn sie da wenig bis gar nichts verdienen. Ganz simpel gesagt, wenig Geld heißt, dass die fußballerische Qualität einbricht. Und das würde dem deutschen Fußball im Allgemeinen schaden. Positiv ist, der FC Bayern will gar nicht aus der Bundesliga aussteigen. Das hat Boss Karl-Heinz Rummenigge klargestellt. Das hat jetzt aber nichts mit Solidarität gegenüber den anderen Vereinen zu tun oder weil die Fans am Wochenende gegen die Super League protestiert haben. Nein, ganz im Gegenteil. Man schaut nur auf sich selbst. Laut Football Leagues hat man den Ausstieg juristisch geprüft und kapiert, das wird nicht klappen. In den Verträgen der Spieler steht nämlich klipp und klar, dass sie für die Bundesliga gelten. Sollte der FC Bayern dort nicht mehr spielen, dürften die Spieler kündigen und ablösefrei wechseln. Und zwar zu jedem Verein weltweit. Man würde also die Konkurrenz stärken. Aktuell liegt der Marktwert des Kaders bei über 800 Millionen Euro. Im Worst Case wären plötzlich alle Spieler weg und das will natürlich keiner riskieren, das verstehe ich voll und ganz. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Super League im klassischen Liga-Format mit 30 oder mehr Spieltagen wird es wahrscheinlich nicht geben. Das Ende dieser Geschichte ist das aber noch lange nicht. Die Elite-Clubs sind nämlich zur UEFA gegangen und haben ganz klar gesagt, wir brauchen die UEFA nicht. Genau deshalb versucht der Verband zurzeit mit allen Mitteln die Clubs glücklich zu machen, damit sie eben doch da bleiben. Seit dieser Saison gibt es ja für die Top-Ligen 4 fixe Startplätze in der Champions League. Sprich, das Risiko, sich nicht zu qualifizieren, ist doch ziemlich gering. Dazu gibt es vor allem für Top-Teams mehr Geld.
Kurios finde ich ja die sogenannte Traditionsklausel. Also wer in den letzten 10 Jahren international erfolgreich war, bekommt automatisch mehr Geld. Der FC Bayern zum Beispiel 33,24 Millionen Euro. Dazu gibt es ab sofort auch höhere Siegprämien. Den Elite-Clubs wird also deutlich mehr Geld gegeben als dem Rest. Und die Kluft zu den anderen Teams, die nicht ganz so reich sind, wird immer größer. Die Bayern-Bosse sind damit jetzt erstmal zufrieden und sagen, so weit weg wie jetzt war die Super League wohl noch nie. Die Frage ist, sehen das alle Clubs so? Es gibt jetzt nämlich das heiße Gerücht, dass einige Vereine aus der UEFA trotzdem aussteigen wollen. Laut Football Leagues planen sie einen komplett neuen Wettbewerb, der die Champions League ersetzen soll. Ohne die UEFA und nur mit Top-Teams. Schon 2021 könnte dieses Turnier starten. Real Madrid liegt angeblich eine bindende Absichtserklärung vor. Wer die unterschreibt, ist bei diesem Wettbewerb mit dabei. Das Konzept klingt eigentlich echt interessant. 11 Teams sollen die Gründungsvereine sein. Sie sind dann garantiert 20 Jahre lang automatisch qualifiziert. Zu diesen Teams zählt wohl auch der FC Bayern. Zusätzlich wären vorerst 5 Gästevereine mit dabei und hier taucht ein zweites deutsches Team auf und das ist Borussia Dortmund. Jedes Duell wäre also ein Topspiel. Erst soll es eine Gruppenphase geben und dann eine K.O.-Runde. Ich finde, diese zweite Variante klingt dann deutlich vernünftiger als die erste. BVB-Boss Aki Watzke will sich jetzt erst einmal alle Türen offen lassen und er sagt, wenn es einmal zu einer Super League kommen sollte, dann, Zitat, würde das nicht ohne den BVB gehen. Aber, und das ist auch ganz entscheidend, Dortmund wird auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben. Die sei nämlich mittlerweile ein deutsches Kulturgut. Egal ob Variante 1 oder Variante 2 der Super League kommt, die Bundesliga wäre immer der große Verlierer. Entweder der FC Bayern und Borussia Dortmund steigen aus, was doch sehr unwahrscheinlich ist. Auf einmal wären die populärsten Vereine weg und das hätte, wie gesagt, finanziell krasse Auswirkungen auf den Rest der Liga. Oder sie bleiben in der Liga, haben aber dank der Super League zusätzliche Einnahmen von vielleicht sogar 500 Millionen Euro pro Saison. Schon jetzt sind die Bayern finanziell Lichtjahre vor der deutschen Konkurrenz. Die Kluft zwischen Arm und Reich wäre also noch schlimmer. Die Bayern könnten sich quasi 2 Kader auf Weltklasse-Niveau zusammenkaufen, von dem der Rest der Liga nur träumt. 30 Spieler, alle auf Weltklasse-Niveau. Die einen spielen nur in der Super League und die anderen nur in der Bundesliga. Maximal der BVB könnte da noch im Ansatz mithalten, aber selbst der Club hätte wahrscheinlich Probleme. Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Wie viel Wert hat die Meisterschaft in der Bundesliga, wenn die restlichen Teams mindestens eine Klasse schlechter sind? Die stellen sich dann mit allen Männern ins Tor und hoffen, nicht 0:10 zu verlieren. Ich male jetzt mal alles schwarz. Das wäre der Untergang der Bundesliga. Jetzt ist die entscheidende Frage, wie glaubwürdig ist denn überhaupt Football Leagues? Der Whistleblower heißt angeblich John und er veröffentlicht seit 3 Jahren viele vertrauliche Dokumente im Internet. Da geht's um Spielerverträge, Steuerhinterziehung und so weiter und so fort. Bis jetzt war noch keine Fälschung bei den Dokumenten dabei. Fest steht, die Elite-Clubs sind mit der UEFA unzufrieden. Das sagen sie auch immer wieder in der Öffentlichkeit. Man setzt dem Verband das Messer an den Hals und sagt, entweder wir bekommen noch mehr Geld oder wir sind weg. Die Super League wäre also der nächste logische Schritt für mehr Geld. Dass sie aber schon 2021 kommt, glaube ich persönlich nicht. Dafür sind die Aussagen von Rummenigge zu deutlich pro UEFA. Das Thema ist super komplex und darüber wird wahrscheinlich noch in den nächsten Monaten diskutiert. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns jetzt mal anfangen. Was sagt ihr denn dazu? Würdet ihr euch diese Liga wünschen oder nicht? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren und oben im i habe ich noch eine Umfrage eingerichtet, da könnt ihr gerne mal abstimmen. Die größte Gefahr haben die Clubbosse leider nicht im Blick. Sie reden die ganze Zeit darüber, wie man mehr Geld verdient. Aber sie kapieren nicht, woher diese ganzen Eurobündel auf ihrem Schreibtisch kommen. Die Fans sind der Mittelpunkt. Sie kaufen Merch, gehen ins Stadion und schauen im Fernsehen die Spiele an. Ja, Fußball ist der beliebteste Sport weltweit. Aber ohne die Fans ist das, was auf dem Platz passiert, nichts wert. Die Clubs müssen gewaltig aufpassen, die Basis nicht zu verlieren. Sie dürfen nicht vergessen, woher die Vereine kommen. Und jetzt mal ehrlich, die Super League wäre die Spitze der Kommerzialisierung. Zurzeit ist die Champions League das Maß aller Dinge und ich denke, die Spieler sind auch froh bzw. stolz darauf, eben mit so einem Ball auf dem Ärmel auflaufen zu können. Wie lange es die Königsklasse noch gibt, wird sich zeigen. Eins steht aber fest, und das ist jetzt eine schlechte Überleitung, hier
findet ihr ein Extraklasse-Video zum FC Bayern. Ist es wirklich eine Krise oder nicht? Da bin ich wirklich auf euren Input gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick und ciao.